Hallo zusammen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Elektrik. Und ich stehe jetzt schon mal da an der richtigen Stelle, wo eigentlich das Herz des Hauses sitzt. Also ein Teil des Herzes. Hinter mir ist der Elektroverteilungsschrank. Wir haben uns jetzt mal ein Beispielhaus ausgesucht, um euch zu erklären, was in so einem Elektroverteilungsschrank drinsteckt, der ja deutlich anders aussieht, als wenn man jetzt in einem konventionell gebauten Haus sich diesen Schrank anschaut oder in einer konventionellen Wohnung. Wie ihr schon mal seht, das ist ein recht großes Exemplar, wobei hier auch wirklich auf Platz sparen Wert gelegt wurde. Aber der Schrank an sich ist schon recht groß. Der ZP55S ist der größte Verteilungsschrank, den man jetzt so im Heimbereich, also im privaten Heimbereich finden würde bei Ein- und Zweifamilienhäusern. Schauen wir uns doch gleich mal an, was da drin sich alles verbirgt. So. Das ist jetzt für euch ein Beispiel, wie so ein Schrank aussehen kann. Ich beschreibe jetzt mal die Bereiche, die wir hier haben. Auch in einem konventionellen Haus würde man diesen Stromzähler vorfinden. Also der Bereich, ich gehe mal ein bisschen rüber, kann man das so sehen? Okay, das ist der Stromzähler, den jeder kennt. Der sieht aus wie aus den 50er Jahren, ist er jetzt prinzipiell auch. Und die werden immer noch aktuell eingesetzt. Also dieser Bereich, den ihr hier habt, vom Elektroverteilungsschrank, das ist eigentlich das, was hier dem EVU, dem Elektroversorgungsunternehmen oder den jeweiligen Stadtwerken, wo man halt dann als angeschlossen ist, was der Bereich den Unternehmen gehört. So, und dann können wir mal hier schauen. Wir haben jetzt hier verschiedene Zähler. Wir haben jetzt hier einen Stromzähler für eine Wärmepumpe. Wir haben deshalb einen Stromzähler für eine Wärmepumpe, weil das Haus eine Wärmepumpe hat. Und da gibt es natürlich verschiedene Tarife, deswegen gibt es ja auch hier verschiedene Zählwerke. Dann haben wir hier einen Zähler für den Haushaltsstrom. Das ist also auch Licht und Herd und die ganzen Geschichten. Dann haben wir unten einen Zähler, der sieht echt aus wie 1920, ne, muss man sagen. Für die Photovoltaik, ist aber ganz aktuell und ist auch so gefordert. Und wir haben hier unten noch, in dem letzten Bereich haben wir ein Rundsteuergerät. Dieses Rundsteuergerät schaltet immer zwischen den Tarifen um. Ne, das ist so ein bisschen schon ein Vorgänger, ein Vorläufer von Smart Energy oder von Smart Metering. Wir warten ja immer noch, dass das Smart Metering kommt. So, und das ist also dieser gesamte Bereich hier, ne? Das, was mit Stromzählern zu tun hat. Und hier unten, wenn ihr nochmal ganz unten hier schaut, ist die Hausverkabelung aufgelegt. Man sieht auch hier, ist ein 35 Ampere Sicherungsschalter. Aber alles die Dinge, wo man jetzt als Privatmensch, als Hausherr, als Hausbauer nichts zu suchen hat hier dran. So, und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Hier oben haben wir den zweiten Bereich, wo die ganze Elektroverkabelung aufgelegt ist. Wir schauen gleich drunter. Und hier unten haben wir den Bereich, wo unsere Vernetzung dahinter steckt. Also unsere KNX-Geschichten, unsere Netzwerkgeschichten. Obwohl, die Netzwerkgeschichten sind auch nochmal in einem anderen Schrank, zeigen wir euch auch nochmal. So, und ich habe jetzt mir gedacht, wir zeigen euch mal, wie es hier darunter ausschaut. Da wir ja so ein bisschen vom Elektrofach sind, dürfen wir das. Ansonsten würde auch jeder Elektriker bitte sagen, naja, hier ist ein spannungsführendes Kabel, ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, unter dem Vorbehalt, wir wissen, was wir tun, schauen wir jetzt einfach mal drunter. Da nehme ich jetzt mal hier oben einen Schraubendreher und zeige euch mal, wie das hier drunter ausschaut. Ist also auch ganz einfach zu tun hier. So, und dann kann man jetzt die Haube kann man hier abnehmen, das klemmt ein bisschen. So, und da seht ihr schon, dass hier die Elektroverteilung sich darunter befindet. Ein Teil, ne? Wir haben ja noch drei Bereiche. Und da zeige ich euch jetzt mal, was hier die einzelnen Bereiche bedeuten. Wir haben jetzt hier die Elektroverkabelung, die aus den verschiedensten Räumen und von den verschiedensten Bereichen kommt. Also hier oben ist die Elektroverkabelung aufgelegt auf der Elektroverteilung. Dann haben wir hier weiter unten, könnt ihr mal sehen hier unten,
Das sind die Sicherungsautomaten für die jeweiligen Stromkreise. Hier haben wir noch einen FI-Schutzschalter. FI-Schutzschalter ist immer auch so eine Geschichte. Wozu ist der FI-Schutzschalter da? Dieser Schutzschalter sorgt dafür, wenn irgendwo ein Fehlerstrom auftritt. Das heißt also, wenn irgendwo, ich sag mal, in die Richtung Kurzschluss was geht. Gutes Beispiel wäre, man sitzt in der Badewanne, schaltet den Föhn ein und lässt den Föhn fallen. Wurde ja früher mal gesagt, darfst du nicht machen. Passiert in so einer Verkabelung grundsätzlich nicht, dass man dann Schlag kriegt. Und in der Badewanne war in der Regel das dann recht schnell vorbei. Durch diesen Schutzschalter, der dann kommt, der muss ganz schnell ansprechen, wird der Stromkreis getrennt. Und ehe wenn der Föhn dann in die Badewanne gefallen ist, passiert gar nichts. Nur als Beispiel, als Geschichte. So, und dann haben wir hier unten noch die verschiedensten Sicherungsautomaten mit den verschiedenen Nummern der entsprechenden Stromkreise. Und jetzt gehen wir mal ganz nach unten, weil dieser Bereich hier, das ist alles die Elektroverteilung. Ist recht überschaubar. Wir haben jetzt hier 87 Stromkreise. Geht so im kleineren Haus, geht das. Ne? Also passt, kann auch deutlich mehr als 120 Stromkreise haben, so ein Haus. Und wenn wir jetzt alles abnehmen würden, würdet ihr schon mal sehen, dass das auch schon deutlich mehr ist, als man glaubt hier. Ne? Man sieht hier die verschiedenen, hier ist immer jeweils dann der Schutzleiter und die Phase hier oben aufgelegt. Aber wir wollten euch jetzt mal hier unten zeigen, wie das aussieht, wo der Bereich der Busverkabelung ist und wo ihr auch offiziell ran dürft. Ne? Also der Elektriker wird sagen, hier oben, das ist mein Bereich. Wenn man nicht was selber machen kann, kommen wir später dazu in den verschiedenen Folgen. Da wollen wir euch zeigen, wie man das alles selber auflegen kann. Da werdet ihr richtig Spaß haben. So, und dann schauen wir mal hier unten rein. So, das ist ein Beispiel, wo verschiedene Schaltaktoren hier sind. Also das ist hier ein 12-fach Schaltaktor, den wir hier sehen, von der Firma ABB. Warum erwähne ich das jetzt gerade? Kann man ja rausschneiden. Ja, genau. Kann man rausschneiden. So, und hier werden dann die verschiedenen Stromkreise geschaltet, die ihr dann ansteuern könnt über euer Smartphone oder die auch automatisch angesteuert werden können. Das kann zum Beispiel eine Steckdose sein, das kann eine Beleuchtung sein, das können Jalousien sein. In dem Fall ist das hier ein normaler Schaltaktor. Es gibt auch noch andere Aktoren. Hier seht ihr mal einen Dimmaktor, hier ist ein Heizungsaktor. Ne? Also hier steht ja auch drauf, Heizungsaktor 6-fach. Mit dem Heizungsaktor kann ich 6 verschiedene Heizkreise schalten. Das bloß mal so, ne? Bloß mal so gezeigt. Der Dimmaktor dimmt, oder? Der Dimmaktor, da kann ich Lampen und Leuchten dimmen, ganz konventionelle. Das heißt nicht nur, dass man die in der Helligkeit grundsätzlich dimmt, sondern wenn ich dann auf den Schalter drücke, wird das Licht angedimmt. Können wir euch auch einmal zeigen. Und wenn ich ausschalte, wird das ausgedimmt. Also das ist schon eine Komfortfunktion, ist auch viel angenehmer. Ne? Also wenn ich jetzt nachts irgendwo bin, kann ich einen anderen Dimmwert hinterlegen als für den Tag. Ne? Also nachts geht die Lampe halt dann nur noch ganz leicht an. Ne? Wir wollen ja nicht ganz wach werden. Das bloß als Beispiel für den Dimmaktor. Ja, was haben wir jetzt hier noch zu zeigen? Und jetzt gibt es hier hinter, wenn ich jetzt hier die Verkleidungen abnehmen würde, würden wir in diesem unteren Bereich nochmal unsere KNX-Schaltaktoren finden. Das sind Schaltaktoren für die Jalousien, das sind Schaltaktoren für die Beleuchtung, für die Heizung und auch für die Belüftung. Das haben wir noch ganz vergessen. Und das Ganze ist ja natürlich auch mit einem Netzwerk verbunden. Das ist aber in einem anderen Schrank drin. Nur mal so am Rande erwähnt. So, also nochmal zur Zusammenfassung. Also wenn ihr jetzt smart baut, dann werdet ihr nicht drum herum kommen, einen so großen Schrank einzusetzen. Weil in diesem Schrank ist mehr untergebracht als in einer konventionellen Verkabelung. Bei der konventionellen Verkabelung hätten wir nur diesen oberen Bereich hier. Ne? Brauchen wir nicht abnehmen, oder? Nee. So, und dann haben wir hier noch den unteren Bereich, wo die ganze KNX-Vernetzung dahinter steckt. Hier haben wir das. Das ist alles in dem Bereich. Dann haben wir hier drüben die verschiedenen Zähler. Wir haben deshalb mehr als einen Zähler, weil wir getrennt Wärmepumpe, Strom zählen, Haushaltsstrom zählen und auch Photovoltaik, weil wir erzeugen Strom auf dem Dach.
Wir haben eine dachintegrierte, also in diesem Haus zum Beispiel ist eine dachintegrierte Photovoltaikanlage. Wir zählen das hier natürlich mit diesem Zähler. Und was für euch vielleicht noch für den, das bringen wir mal in einen späteren Beitrag, das machen wir, ne, das machen wir. Was da interessant ist, das, was wir hier zählen, das müssen wir nicht ablesen. Sondern das lesen wir mit einer eigenen Schnittstelle noch aus und legen das auf den Bus. Zeigen wir euch später. Weil da muss jetzt keiner mehr hier stehen und mit einem Zettel abschreiben. Ne? Also es wäre ja furchtbar. Hier oben seht ihr zum Beispiel mal so eine digitale Anzeige. Hier von der, das ist die Wärmepumpe. Das ist digital. Und da ist nicht nur die Anzeige digital, sondern wir lesen auch nochmal diesen Wert hier über eine Schnittstelle aus dem Gerät aus. Also ist wichtig, wenn man das alles dann auf dem Bus haben will, später. Und ist auch wichtig, dass wir das alles anzeigen können. Wir wollen ja auf dem Smartphone auch diesen Verbrauch hier und wir wollen ja diese ganzen Werte sehen und wir wollen die auch zusammenfügen können. Brauchen wir deshalb. Ne? Deswegen gehen wir da mit Kabeln raus. Ihr könnt ja mal hier oben gucken, hier kommen alles Kabel aus dem Kabelschacht, aus dem zentralen Kabelschacht, aus den einzelnen Räumen, von den Verbrauchern oder zu den Verbrauchern hin. Und das läuft alles in diesem Schrank zusammen. Und wenn wir da so einen, wie bei einer konventionellen Verkabelung, so einen kleinen Schrank hätten, oder wie man das so aus älteren Wohnungen kennt, ne, da ist hier oben so ein kleiner, wie wir es hier haben, so ein Sicherungsautomat. Und dann haben wir vielleicht 10 oder 20 Sicherungen. Da sind es halt auch plus 10 oder 20 Stromkreise. Das ist eigentlich der Hintergrund, warum wir hier so viel Platz brauchen. Wir brauchen wirklich Platz. Und umso mehr ihr jetzt euch hier damit beschäftigt, dass es ein großer Schrank ist. Man kann auch einen zweiten Schrank auch hinstellen. Also ein Zweifamilienhaus, würde ich schon sagen, müssen wir noch so einen zweiten Schrank hinstellen. Umso mehr Platz wir haben, können wir auch diese Komponenten hier unten nachrüsten. Also ich kann wirklich sagen, wenn ich jetzt mir einfällt, nach 10 Jahren, ich möchte eine Jalousie nachrüsten. Das können wir in der konventionellen Verkabelung nicht. Hier klicken wir einfach einen Jalousieaktor, der das dann alles steuert. Den rüsten wir hier nach und wir können hier auch neue Kabel einziehen, wenn wir Leerrohre haben. Das ist wieder das alte Thema Leerrohre. Ne? Kommt immer wieder zu den Leerrohren. Okay, also zusammengefasst. Kauft euch einen großen Elektroschaltschrank, Verteilungsschrank und schaut in mehreren Folgen dann auch mal, wie wir hier diese Kabel auflegen. Das wollen wir euch zeigen und erklären und auch worauf es ankommt in den einzelnen Bereichen. Dieser Bereich hier drüben, mit dem habt ihr nichts zu tun. Das macht der Energieversorger oder macht das jeweilige Stadtwerk. Ja, und wenn es euch Spaß gemacht hat, freue ich mich für eine positive Bewertung. Bis zur nächsten Folge. Euer Frank.